Übrigens, das ist heißes Wasser. Und ich trinke das immer mal gern so zur Reinigung. Ich stelle es mal wieder hierher, mein Glas. Ja, ihr Lieben, Reinigung ist das Thema. Ausblick auf Januar, energetische Einflüsse. Wie können wir uns die Zeit vorstellen und was hat sie für uns alles an guten Dingen oder auch an schweren Dingen vorbereitet? Im Hintergrund habe ich euch so ein schönes, wie ich finde, so ein schönes Video gemacht. Man sieht also die Möglichkeiten der Funken Gott von Gottes Liebe, die uns begleitet und die uns unterstützt, in der Dunkelheit das Licht zu erkennen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema. Wir werden natürlich auch am Ende des Videos ein wunderschönes Channeling bekommen, wo ich euch auch helfe, negative Blockaden aufzulösen. Und jetzt muss ich euch mal was von mir erzählen. Und zwar sind wir ja im Moment noch, bis Ende Dezember befinden wir uns in der roten Drachenenergie. Und diese Energiewelle, die hat es ja schon in sich. Die lässt uns also unsere ganz tiefen, die tiefsten Blockaden, die tiefsten Strukturen spüren, die noch nicht aufgelöst sind. Und das kann natürlich manchmal auch sehr heftig sein. Und das ist tatsächlich mir passiert. Vor ein paar Tagen, ganz am Anfang, als die Drachenwelle begann, als die mit voller Kraft auf uns Einfluss, diese Energie, bin ich auf eine Struktur, auf ein Hindernis in meinem System gestoßen und war zuerst tatsächlich am Boden zerstört. Ich wollte, und ihr könnt es vielleicht gar nicht glauben, aber ich wollte alles hinschmeißen. Ich habe gesagt, dieses eine Projekt, das mache ich nicht mehr. Das ist mir viel zu kompliziert. Das ist viel zu anstrengend. Das nimmt mir so viel Zeit und Energie. Ich mache das nicht mehr. Ich hau das jetzt hin und ich höre damit auf. Das waren meine Worte. Und dann ist mir aber aufgefallen, und das als Medium sollte man das eigentlich wissen, dass man oder jeder Mensch jede Situation bewertet, entweder negativ oder positiv bewertet. Und ich habe diese Situation, wo das so schwierig plötzlich wurde, es war eben so schwierig, dass ich gedacht habe, ich schaff's nicht mehr, habe ich das negativ bewertet. Und dann ging das los mit der negativen Spirale. Da ich ja Medium bin, habe ich tatsächlich nicht lange gebraucht, um zu merken, dass ich auf dem falschen Weg bin. Das hat keine Stunde gedauert. Habe ich das wieder geändert, und zwar habe ich dann meine Gefühle zu dieser Situation positiv bewertet. Ich habe also das Positive gesucht und konnte dann dadurch diese Struktur auflösen, konnte mich also befreien und gehe jetzt diesen Weg trotzdem weiter, trotzdem, dass es im ersten Moment so schwierig war, gehe ich das weiter voller Freude und voller Kraft und bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin durch diese Krise hindurchgegangen. Und das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Besinnt euch in dem Moment, wo euch auch vielleicht sowas ereilt, wo ihr plötzlich alles schwarz seht, wo ihr nicht mehr weiter wisst, wo ihr total am Boden zerstört seid und aufgeben möchtet. Besinnt euch an meine Worte. Und dann geht in euer Innerstes, holt euch die Kraft vom Herzen, die Kraft von der geistigen Welt, von eurer Seele. Sie sind ja alle da, um zu unterstützen. Und holt euch die Kraft von euren Gedanken, denn mit den Gedanken steuern wir das Leben. Und das ist einfach jetzt in dieser Zeit, wo die rote Drachenenergie da ist, ist die Zeit der Transformation. Sie lässt uns unsere alten Strukturen erkennen, die noch nicht gelöst sind. Kann natürlich manchmal schon sehr heftig werden,
Aber jetzt mit dem Beispiel, glaube ich, kann ich euch sehr gut unterstützen, das zu erkennen. Denn im Januar, also Ende Dezember, ab dem 28. Dezember bis zum 10. Januar ungefähr, 9. 10. Januar, werden wir über die Kraft der weisen Magie, also eine sehr starke, positive Manifestationskraft, werden wir dann geführt in die Verwirklichung unserer Ziele. Es verbinden sich Geist und Körper, Herz und Körper, Verstand, all das verbindet sich zu einer Einheit und wir können dann voller Kraft das Neue, was wir erst beginnen können, wenn die alten Strukturen, diese Widerstände gelöst sind, können wir dann verstärkt mit voller Kraft leben. Und das ist jetzt bei mir auch so, diese Struktur, die trage ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon ewig in mir und konnte immer ein bisschen lösen, aber jetzt gerade diese eine Situation hat bei mir ganz viel ausgelöst und auch vom Bewusstsein her ganz viel genutzt, denn so weiß ich noch viel inniger, weiß ich, dass jedes Problem, was so aussieht wie ein Problem, nur in mir selbst ein Problem ist und eigentlich gar keins sein sollte. Je nachdem, wie man das anschaut. Und jetzt für Januar, wenn ich mal, ich muss gerade mal meine Augen schließen, in Januar hineinschaue und mich mit dieser weisen Magie verbinde, da sehe ich die Linien, die magischen Linien, auf die ein jeder aufspringen kann mit seinem Bewusstsein und dann über diese magischen Linien mit der Kraft der Gedanken dieses Projekt, wo du vielleicht gerade feststeckst, wo du im Moment nicht weiterkommst oder meinst, nicht weiterzukommen, das kannst du im Januar dann lösen. Das kannst du im Januar einfach in die Freiheit bringen, in dieses höhere Bewusstsein über die weise Magie. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, sehr beruhigend. Und es bedeutet auch, freue dich über jede Blockade, die auftaucht, über alles, was sich jetzt zeigt. Denn das sind Wege deiner Seele für die Heilung. Wege, die du gehen kannst. Es ist immer deine Entscheidung, wie du diese Wege gehst. Und lasse dich von der aktuellen Zeit tragen in deine persönliche Freiheit. Gerade jetzt mit der weisen Magie, mit dieser wundervollen Welle, die dich selbst dich vervollkommnen lässt, die dich selbst wieder mehr einfach wachsen lässt und in deinem Lichtkörper, in deinem Bewusstsein höher trägt, ausdehnt. Und das sind wundervolle Geschenke. Und das möchte ich jetzt gerne auch energetisch mit euch vollziehen. Das waren ja so ein bisschen meine persönlichen Erlebnisse und ich denke, ihr könnt ganz viel da mitnehmen. Und wenn man das jetzt alles noch in eine energetische Form bringt, dann habt ihr da so eine komplette Heilung und auch Führung. Jeder für seinen persönlichen Lebensweg. Es passt wirklich für jeden und es ist auch so, bei einem Channeling kommen ja die Energien runter durch meinen Kanal zu euch und in dem Moment, wenn die Energie zu euch kommt, zu jedem Einzelnen, passt sie sich dem jeweiligen Entwicklungsstand der Person an, zu der sie kommt, diese Energie. Das heißt also, es ist tatsächlich eine total persönliche Ausrichtung, die du dadurch erhältst und die dich unterstützt. Und wenn du dieses Channeling nochmal wiederholst, dann ist die Energie, die fließt ja immer hier durch mich durch im Video und sie lebt aber. Und weil diese Energie lebt, wird sie sich an deinem neuen Entwicklungszustand orientieren und dich wieder ein bisschen heben. Also praktisch ist es ein ständiger Prozess, wo die Energien mit dir arbeiten. Und das kannst du natürlich
unterstützen, je nachdem, wie du dich ausrichtest und wie du es einfach so für dich jetzt haben möchtest. Und das ist ein wundervolles Geschenk der geistigen Welt tatsächlich, um uns zu führen und um uns zu unterstützen. Puh, ja, jetzt habe ich so ganz viel geredet und ich spüre schon, dass die geistige Welt ein bisschen drängelt und dass auch die weise Magie beginnt zu fließen. Also ich stelle mir das auch so vor, wie hinten hinter mir diese Pünktchen. Das sind alles so die kleinen Energiepünktchen der weisen Magie, die jetzt zu uns im Channeling kommen werden. So, jetzt brauche ich mal die Smarana-Energie. Ich werde heute mal nur, nicht nur, und die Fülle werde ich noch nehmen. Fülle, so. Genau, wir werden heute mit diesen beiden Aura-Sprays arbeiten. Und ich bitte die geistige Welt um Schutz. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle zusammen und für jeden Einzelnen. Und ich bitte darum, dass nur die allerhöchsten göttlichen Energien zu uns getragen werden. So atme mit deinem höchsten Bewusstsein das Licht der Liebe ein. Atme dieses Licht der Liebe ganz tief in dein Herz hinein und dehne dich mit diesem Licht aus. Spüre, wie sich dein Herz ausdehnt, wie dein Lichtkörper breiter wird und deine Aura zu strahlen beginnt. Lasse dich von diesen Wellen der Liebesenergien tragen. Sie tragen dich in das Bewusstsein, welches es dir leichter macht, die Botschaft von Merlin zu empfangen. Und so rufe ich Merlin mit seiner mystischen Kraft und seiner großen Magie. Ich öffne meinen Kanal und verbinde mich. Ich bin das mystische Feuer, die Magie, die Allmacht und die Schöpferkraft. Ich, Merlin, spreche heute durch Nirjana zu dir. Verbunden mit deiner Seele, verbunden mit deinem Licht, fließen die allerhöchsten Energien der Liebe und der Allmacht zu dir. Merlin wird heute den weisen Magier in dir erwecken und Merlin wird vorher die Strukturen in dir reinigen, welche dich zurzeit belasten. Und so erfolgt eine neue Ausrichtung deines Lichtkörpers und deiner Anlagen. Soweit du es zulässt, wird alles geschehen, was ich dir mit Hilfe des mystischen Heilgeistes jetzt übermitteln werde. Und so ist es an dir, dich fallen zu lassen in die Energie meiner Worte, in die Schwingung der höchsten Magie. Und so fließen die Wellen, die weisen Wellen
der Magie zu dir. Sie verbinden sich mit deinen Zellen, sie verbinden sich mit deinen Gedanken und Worten und sie reinigen all das, was jetzt gerade wichtig ist. Sie fließen durch dich hindurch und sie nehmen alte Strukturen, die schon lange hinderlich sind und jetzt erst aufgetaucht sind, von dir. So nehme dir nun ein wenig Zeit, währenddessen die Energie zu dir fließt und das löst, was heute in diesem Moment gelöst werden kann. Merlin berührt deine innersten Strukturen. Merlin berührt die Punkte, an welchen die Energien sich stauen, und löst sie auf. Lasse dies geschehen. Es geschieht in der vollkommenen Liebe, die Merlin dir zu geben vermag. Es geschieht jetzt in diesem Moment eine ganz große Heilung für dich. Die Heilung deiner Seele, die Heilung deines Geistes und deines Körpers. Gebe dich hin und lasse dich tragen. Jetzt ist die Zeit. Gerade jetzt ist es richtig, dies zu tun. So lasse ich dir ein wenig Zeit, damit die Heilung so tief wie möglich für dich sein kann. Alles Negative nehme ich von dir. Alles, was dich belastet, wird hinfort getragen. Und nun sehe ich, dass du bereit bist, dich mit der Kraft deines inneren Magiers, deiner weisen Magie zu verbinden. Und so öffne ich für dich das Feld der weisen Magie. Es ist das Feld der größten Allmacht und Schöpferkraft, welche dir jetzt zur Verfügung steht. In dem Moment, wo du in dieses Feld eintrittst, und du tust dies mit einem tiefen Atemzug, in dem Moment wird dein innerer weiser Magier dir bewusst, er wird erwachen. Die Kraft der weisen Magie wird verstärkt. Spüre
Spüre, wie sich in deinem Innersten dieses Feld nährt von den Worten von Merlin. Spüre, wie die weise Kraft von Merlin deinen weisen Magier unterstützt, ihn ausdehnt und anhebt auf die nächste Stufe, auf die nächsthöhere Stufe deiner Schaffenskraft. Mit dem weisen Magier wirst du alles schaffen, viel leichter schaffen, wenn du mit ihm manifestierst. Und so hast du nun die Gelegenheit, diese Kraft jetzt gleich zu nutzen für ein Projekt, was dir wichtig ist. Die Energien fließen, dein innerer Magier steht bereit. Er berührt dich jetzt mit seinem Zauberstab. Und in diesem Moment manifestierst du dein nächstes Projekt, deinen Wunsch, deine Vision. Die Kraft ist bei dir. Möge das, was jetzt gerade aus deinen Gedanken sich mit der weisen Magie verbunden hat, von Gottes Liebe getragen sein. Möge jeder Wunsch, jede Vision, jede Manifestation, welche du gerade ausgesprochen hast, mit der weisen Magie in die Vollendung getragen werden. Merlin lächelt und nickt mir zu. Es ist vollbracht, so sei es, Smarana. Und zieht sich langsam wieder zurück. Und du kannst in deinem eigenen Tempo, in deiner eigenen Geschwindigkeit langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurückkommen, dich zurücklehnen und erstmal ausatmen. Denn dies war eine Reise in deine innerste Kraft. Ja, und ich hoffe, ihr habt ganz viele schöne Wünsche jetzt und Visionen für euch manifestieren können. Ich habe mir für mich gewünscht, dass es allen Menschen gut gehen werde, dass wir leicht in die neue Zeit kommen. Und ich habe mir auch gewünscht und manifestiert, dass ich weiterhin allen Menschen sehr gut helfen kann. Ja, ihr Lieben, ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, unten reinschreiben, was ihr manifestiert habt. Und wer Interesse hat, für das nächste Jahr ganz intensiv seine Wünsche zu manifestieren und das nächste Jahr komplett super zu gestalten, der kann an meinem Webinar teilnehmen, der Resonanzakademie, denn dort legen wir am 9. Januar genau fest, wie wir das neue Jahr für uns gestalten. Eine wundervolle Gelegenheit, im Kreise aller gleichgesinnter Menschen in der hohen Lichtstufe zu manifestieren mit dem weisen Magier. Ja, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr heute hier wart. Schön, dass ihr da seid und schicke euch ein Küsschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.